Das Rebellische ist ein Camp, bei dem wir verschiedene Widerstände zusammenbringen wollen. Ziel vom Rebellischen ist tatsächlich, miteinander in Kommunikation zu kommen. Das Jabasta-Netz organisiert das alles. Das Jabasta-Netz ist entstanden auf dem Encuentro 96, zu dem die Zapatistas nach Chiapas eingeladen haben, und zwar die Leute von links und unten. Damals sind halt einige Leute aus Deutschland hin und haben dann im Anschluss das Jabasta-Netz gegründet. Es ist ein Netzwerk, was sich explizit mit der Solidarität mit den Zapatistas beschäftigt, aber auch mit Organisierungsprozessen hier in Deutschland. Und wir sprechen immer von einem Netzwerk der Rebellion und der Freundinnenschaften. Das Jabasta-Netz ist halt ein Netzwerk, das ein paar Standbeine hat, so drei. Das eine ist, dass wir internationalistisch unterwegs sind. Das zweite ist, dass wir das System, in dem wir leben, eben auch hier bekämpfen wollen, auf unterschiedliche Art und Weise. Dass wir uns aber auch selbst organisieren wollen und möglichst weitgehend diesem kapitalistischen Verwertungsprozess entziehen. Diesem Neoliberalen, wir lassen uns nicht zur Ware machen. Und das Dritte ist, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander haben, auf Augenhöhe, ganz gleich, wer es ist, und dass wir Fehler machen können. Wenn Menschen sich begegnen, zwei Menschen, die Würde haben, gibt es nicht den Widerspruch Ich-Du. Also sie treten nicht in eine Ich-Du-Beziehung, sondern sie treten in eine Ich-Wir-Beziehung. Das heißt so viel wie, dass sich die Würde im Zapatismus durch den Regeln, durch den gemeinsamen Diskurs, durch das Verstehen, durch das Aufeinander zugehen, aneinander zuhören, erstens ihrer vollen Blüte auch herausbildet. Das heißt also, dass ich, um zu verstehen, was ich für ein Mensch bin, was ich für mich als Werte annehmen möchte, das ist nicht vollkommen da, beziehungsweise für mich klar, weil ich ein Mensch mit Würde bin, sondern das braucht den gegenseitigen Austausch mit einem gegenüber, mit dem anderen. Okay, ein Themenfeld, mit dem ich mich beschäftige, ist Rassismus, weil ich davon auch selbst negativ betroffen bin. Und dementsprechend beschäftige ich mich auch viel mit antirassistischen Kämpfen gegen Rassismus auf der strukturellen Ebene, aber auch auf der individuellen Ebene. Und da kann es ganz konkret um Opfer von rassistischer Polizeigewalt gehen und um den Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit für die Opfer und auch die Angehörigen. Aber da kann es auch auf einer größeren Ebene um das Sterben lassen im Mittelmeer gehen oder auch das Sterben in der Wüste und überall sonst auf der Welt. Das, was ich so wahrnehme, ist, dass wir widerständig sind und gleichzeitig achtsam mit uns sind und miteinander und gut aufeinander aufpassen und uns gegenseitig stärken und uns selber stärken, um besser widerständig sein zu können. Und die Maus denkt, das wäre ganz gesund. Also, obwohl sie davon nur Bauchschmerzen und Zahnschmerzen kriegt. Dann ruft mal ganz laut Mausi. Mausi! Hallo, hier bin ich. Ja, also hier auf dem Rebellischen mache ich vor allem das Kinderprogramm. Das Puppentheater habe ich mal aus Mexiko mitgebracht, wo ich im Internationalen Friedensdienst gewesen bin. Und wir Puppentheater gemacht haben, auch im Bereich der Friedensarbeit. Sehr viel, gerade in der heutigen Zeit, sind Widerstände gegen so Großprojekte wie Goldmine oder Kraftwerke, die den Lebensraum der indigenen Bevölkerung, der ländlichen Bevölkerung zerstören. Und die Menschen, die sich dagegen wehren, die werden immer besonders bedroht oder sogar ermordet. Also der Kampf, in dem ich seit längerem solidarisch verbunden bin, ist ein Kampf gegen Zementfabriken und gegen vor allem die Umweltzerstörung. Es ist sehr faszinierend auch zu sehen, wie die Bewegung sich entwickelt hat und wie Frauen dort immer stärker auch eine führende Rolle eingenommen haben. Die sie haben zum Teil über Tage ihre Füße einzementiert, haben sich mit diesen einzementierten Füßen vor dem Präsidentenpalast in Jakarta in der Hauptstadt gesetzt.
Die Frauen haben auch eine eigene Gruppe dort gegründet, wo auch diese Verbindung aus Naturverbundenheit und Widerstand ganz faszinierend gepflegt wird. Die bauen nämlich selber Heilkräuter an, machen aus diesen Heilkräutern dann Heilgetränke. Das heißt, Jamu ist sehr verbreitet in Indonesien. Und über den Verkauf dieser Heilgetränke finanzieren sie ihre nächsten Widerstandsaktionen. Katalanen wollen ein Referendum machen, sie wollen Selbstbestimmung, ja, und haben dazu eigene Vorstellungen entwickelt. Das wird von der Zentralregierung verhindert. Infolgedessen gibt es politische Gefangene und das sind, sage ich jetzt mal, bürgerliche Politiker, ja, die sich aufgrund des Drucks der Unabhängigkeits- bzw. der außerparlamentarischen Bewegung auch dazu gezwungen sahen, den Wunsch der Bevölkerung umzusetzen. Und da haben sie ein Referendum gemacht und daraufhin sind eben, ja, das sind jetzt 12 gewählte Parlamentarier, sitzen seit 17 Monaten im Gefängnis und erwarten jetzt Gefängnisstrafen zwischen 15 und 74 Jahren. Wenn Katalonien das möglich ist, dann geht das auch woanders und dann sind wir nicht weit weg davon, dass auch hier oder woanders bürgerliche Politiker im Knast landen. Und dann ist die Vorstufe zum Faschismus, muss ich sagen. Also historisch hat das immer so angefangen, ja, wenn das weggeschwiegen wird. In Mexiko fanden letztes Jahr Wahlen statt, im Sommer. Aktuell sind die Zapatistas im Speziellen, aber die Pueblos Originarios im Allgemeinen, also alle indigenen Gemeinden, sehr, sehr bedroht aufgrund der Megaprojekte, die der neue Präsident plant. Darum, weil sie auch nicht alleine gegen den Neoliberalismus kämpfen können, unterbreiten sie uns einen Vorschlag und sie schlagen uns vor, ein weltweites Netz der Rebellion und des Widerstandes zu gründen. Adelante, compañeras, no dejemos de luchar. Luchemos todas unidas hasta llegar a ganar. Wie sehen wir die Welt? Wie sehen wir den Kapitalismus gerade? Und was sehen wir für Möglichkeiten, hier im Herzen der Bestie dagegen vorzugehen? Weil wir auch nur gemeinsam, also hier und dort gemeinsam, das schaffen werden. Analyse des Patriarchats, des kapitalistischen Patriarchats ist ja, dass unsere Geschichte verleugnet wird, nicht erzählt wird, dass Frauenwiderstände immer niedergeschlagen wurden und werden. Ist ja oft dieses Ding, das von vieler Seite kritisiert wird, ja, das ist ja schon richtig, wenn Leute sich für Umweltthemen, für soziale Themen, was auch immer einsetzen, aber die sollen doch bitte keine Gesetze brechen und man kann das ja auch machen, indem man sich in einer Partei engagiert oder wählen geht oder demonstriert. Das ist für mich eine absolut schwierige Aussage, weil keine wirklich große emanzipatorische Errungenschaft erzielt wurde, ohne Gesetze zu brechen, ohne zivilen Ungehorsam, ohne illegale direkte Aktion. Die kurdische Frauenbewegung sagt, die Frauen waren die erste unterdrückte Kolonie. Und das alleine zeigt uns schon auf, dass wir uns ganz anders, autonom, selbstständiger organisieren müssen. Und dass eine Veränderung der Gesellschaft nur über das Voranschreiten der Frauen eigentlich passieren kann. Und das ist ja auch was, was wir, das ist ja auch so schön hier an dem Rebellischen, was wir sowohl in Kurdistan sehen, in einigen Teilen, explizit in Rojava, das ist das, was die meisten kennen, aber was wir auch in Chiapas sehen. Also wenn die Frauen vorangehen, sich selbst organisieren, dann stärkt das die gesamte Gesellschaft und macht sie demokratischer und freiheitlicher. Ich glaube halt, dass es nicht nur dadurch geht, dass sich irgendwie Frauen oder Nicht-Cis-Männer mit so Themen auseinandersetzen, sondern halt auch Cis-Männer und dass halt auch geguckt wird, was ist denn schwierig an Männlichkeit, wie hängt das mit dem Patriarchat zusammen und wie können wir das vielleicht auch dadurch überwinden oder wenigstens kleine Schritte dazu tun. Ein historisches Beispiel ist vielleicht auch das Frauenwahlrecht, das einfach gerade in Europa auch erkämpft wurde mit ja, krassen Mitteln. Da wurde in Großbritannien zum Beispiel das Haus des Premierministers angezündet von einer feministischen Gruppe. Und heute würde niemand mehr sagen, nee, ja, Frauenwahlrecht ist schon irgendwie gut, aber das ging dann auch zu weit. Sondern heute werden diese Menschen als Heldinnen gefeiert. Was ist unsere Geschichte und was bedeutet das für die Verhältnisse heute? Und was bedeutet das heute für unser Leben? Was müssen wir aufbauen, um eine basisdemokratische, eine ökologische, eine geschlechtergerechte Gesellschaft tatsächlich zu leben? In Kurdistan, aber auch weltweit.